Und das war eigentlich jetzt auch gerade das richtige Zeichen, was ich gerade gemacht habe. Tod! Und willkommen zurück zu Ark Operation. Und wir werden jetzt in den Tod springen. Wir sind ausgerüstet. Ich bin eigentlich noch ganz, gar nicht ganz angemalt. Das ist jetzt eigentlich nur wegen den Flügeln, die grün waren, bin ich automatisch direkt grün geworden. Akku hat sich natürlich direkt erstmal in 15 Minuten musste ich erstmal ganzen Sachen einfärben, Sachen kochen, Hütchen und so weiter. Aber so sind die Frauen eben. Du hast übrigens, zeig mal deine Haare. Du hast das eben auch mit den Haaren gemacht, ne? Warte. Zocke. Ist sie nicht hübsch? Hätte ich versehentlich zweimal drücken müssen, ey. Vor allem, ich bin auf K-Ansicht, das wäre was. Alter, Das Ratten in dem Gesicht, ey, sieht übel aus. wäre nicht gut gewesen. Aber ich muss mal ganz was Folgendes nochmal machen, bevor wir nämlich hier losjumpen. Ich muss mal ganz kurz meinen Kollegen hier auf. Ausmachen vor allem. Wieso? Hämmchen Ja, aus? Automatik weg. Ich habe Automatik gerade Ja, der ist. angemacht. Aber ist er wieder. Nee. Das habe ich gerade ausgemacht. Warum willst du Ach eine so. Automatik anhaben? Damit er immer angeht. Weil ich habe keinen Bock, das immer jedes Mal anzumachen. Na gut. Aber du hast das jetzt wieder angemacht oder ausgemacht? Nee, ich Nee. habe es jetzt wieder ausgemacht. Nee. Doch. Disable. Jetzt ist es an. Enable, ja, ist richtig so. Okay. Alles klar. Ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir es ja gesagt. Irgendwie ist es so still hier. Ist Ja, ist hier auch gerade ist sehr still. mega still. Ah, ich habe gerade Musik. Ich wollte gerade sagen, ist Soundprobleme? Bin da. Wir haben Wir ja die kriegen, letzten. warum kriegen wir denn geteilte XP? Weil wir doch was noch herstellen im Fabricator, glaube ich, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Geteilte XP, warum gibt's hier bitte? Hä? Irgendwas haben wir gemacht oder irgendwie, keine Ahnung. Ihr wisst ja übrigens, wir haben ja in der letzten Folge, so jetzt komme ich endlich mal auf den Satz, mache ich den mal irgendwann zu, auch zu Ende. Wir haben ja gesagt, wir wollten uns vorbereiten für den Sprung, um Rock Drakes Eier zu holen. Wir werden das gleiche so machen, wie wir es im Rock Drake Züchtung, sonst was Video, Special Video gemacht haben. Wir werden nur von dieser Position losfliegen. Hoffentlich finden wir auch den richtigen Weg nach unten. Garantiert nicht. Ich jedenfalls nicht. Ach, einfach, ich spring vor. Und dann hoffentlich werden wir da zwei Eier bekommen und hoffentlich direkt ein hohes Ei. Und hoffentlich kommen Oder wir zwei. überhaupt erstmal darauf wieder raus, weil wir müssen ja mit 10.000 Climbing Picks, ihr habt sie gesehen, wir haben sie wieder ganz viel in der Tasche, da hoch. Vorbereitet wieder mit ganz vielen Climbing Picks, Water Canteen, was zu futtern, ein paar Pilze habe ich mit dabei. Und ansonsten, ja, Licht. Schultertier, ne? Ja. Warum geht das Ding denn nicht an? Verstehe ich nicht. Weil es noch nicht voll aufgeladen ist. So langsam? Na egal. Deswegen mache ich das lieber automatisch. Ja, ich mach mal an. Also selber. Müsste jetzt eigentlich. So, jetzt. Okay. Ich spring vor. Du springst nach. Kann nur schief gehen. Kann nur schief gehen. Ich will es hoffen. Oh, ich hasse diese Ansicht mit diesem Scheiß. Welche Ansicht? Ja, von dem Helm. Ach, du fliegst immer mit der Innenperspektive? Ja. Ich nicht? Nee, Okay. ich mag das nicht so. So mag ich. Ah, nee. Hoffentlich kommen wir direkt durch. Ansonsten müssen wir mal einen Zwischenstopp machen. Wir werden garantiert einen machen müssen. Was hältst du davon, wenn wir da vorne einen Zwischenstopp machen? Wo ist da vorne? Naja, siehst du diese komisch gebogene Wurzel? Ja? Und darunter scheint doch noch ein Boden zu sein. Ja? Von da aus dann, dann müssten wir fast genau auf diesen Eingang gucken, glaube ich. Also den Zwischenstopp, den würde ich eher hier direkt um die Ecke machen, da wo wir eben, wo auch die Lutschpflanze ist, hier vorne im blauen Gebiet, wo das Da blaue können Gebiet. aber Megalosauren sein. Nur ein Stückchen weiter, da ist so ein Rand noch dazu. Aber Ich fliege dir einfach hinterher. wir müssen genau. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Landeanflug, dem Schaden. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schaden bekommen. Habe ich ein bisschen eine Rüstung Oh, kaputt ich bin. Oh, da war eine Schlange, ich habe sie gehört. gemacht? Wo Nimm dir, bin ein Stück zu weit geflogen. du? Oh, okay. Siehst du mal hier, da wohnt der Stone da hinten. Da hinten, da wo ich gerade hingucke, vielleicht sieht man es, wo der Kopf gerade ist. Da hinten sind die Pilze, da oben auf dem Da, Achtung, Fels. Dex, Dex hinter dir, die Schlange, von der ich gesprungen habe. Okay, dann jump mir runter, oder? Ja. Wir müssen Wir müssen wo lang. hier runter. Siehst du es? Da ist Hier. er, da ist er, da ist er, da ist er. Hinter dir. Nein, die will mich jetzt. Oh, die wollte ich. Ich habe jetzt keine Waffe dabei. Wir müssen Ich auch einfach nicht. springen. Komm, springen hier hinterher. Ja, lauf. Flieg. Da siehst du die Ringe, da wo ich gerade hinfliege, da sind wir ja genau richtig.
Scheiße, glaube ich. Oh, leck das gerade. Oh, wie jetzt gerade das ganze Gebiet hier aufgebaut worden ist. Oh nein, hör auf zu lecken, bitte. Okay, ich bin im Gebiet schon drin. Doch. Okay. Ich bin sogar recht hoch. Eigentlich nicht, das ist das Problem. Ah, du bist unter mir, du bist sogar vor mir geflogen, ist ja krass. Ja, ich habe ein scheiß Dings ab. Oh, ich komme echt scheiße an. Ich habe nämlich ganz schön Speed verloren. Ich bin recht weit oben. Ah, ich schaff's aber trotzdem nicht bis ganz nach oben, schade. Hoffentlich kommt jetzt kein Rock Drake, wie wir es letzte Mal hatten hier. Gucken, rechts, links, Rock Drake da hinten. Okay, ich hab schon. Warte auf mich! Ja, ich geh direkt eine Etage höher, weil wenn du gefressen wirst, hol ich wenigstens ein Ei raus. Na toll! So, ich bin schon mal oben. Auch gleich. Ah, okay, supi. Okay, hey, nicht hoch. Hey, was ist los? So. Man hat's. Wie oft haben wir das schon gemacht? Auch jetzt nicht unbedingt mit Rock Drakes. Ach, du gehst auf die andere Seite. Okay. Ja, ich guck mal, ob da was ist. Ja, wunderbar. Man hat's schon so oft gemacht. Ich hab keine Stamina. Man hat schon so oft gemacht, Leute, und hat trotzdem immer die Pumpe am Laufen, ey. Mhm. Aber wenigstens weiß man noch, dass man dann lebt. So, komm, was bist du da drin? Ist da was drin? Ist da was drin? Ich sehe es nicht. Und? Ach, fuck you. Nichts drin. Da ist ein Ei. Hast du eins, ja? Ja, ich kann gerade aber nicht. Komm mal hier runter. Oh, mein Tier blubbelt. 76. Ich bin gerade ein bisschen zu schnell geflogen. Hab mir gerade meinen ersten Climbing Pack so zerstört, komplett. Hast du eigentlich 76? 76, ja. Da okay. Oben ist doch ein Nest, ganz oben. Ja, ich bin immer hierhin geflogen, aber ich hab. Oh, mir hat der gerade einen Hund, ein High-Level. Ja, mir auch. Ich sehe hier auch nicht einen Rock Drake. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe einen da hinten schon gesehen, aber ich sehe gerade ganz ehrlich keine Eier. Ich habe. Ist da ganz oben links nicht eins? Da, wo ich gerade oben war, ganz oben ist nichts. Also ist da nur ein Nest jetzt oder was? Mhm. Hier ist auch nichts. Oh, nee. Oh, da ist einer. Ich sehe einen. Du hast da hinten ein Ei, ja? Ja. Okay. Und das ist auch, weswegen der Blubby so ein Geräusch macht. Das ist ein 120er. Fuck. Schade, ich habe hier keine. Ist hier oben über mir noch ein Nest, glaube ich, keins mehr, ne? Nee. Nee. Okay, nur fuck. Nur die Ecken hier. Ganz ehrlich, ich will hier nicht ohne mit leeren Händen raus. Echt, da oben ist kein Ei? Das nee. Ist aber komisch. Ich war gerade da oben, ganz oben gewesen. Mist, ey. Ja, wäre schon nicht schlecht. Mist. Besser als Bennys versucht. Er hat mit dem 16er gestartet. Oh. Erdbeben, vorsichtig. Erdbeben, echt? Mhm. Mist. Ich gehe nochmal zu dem Nest, aber da war keins. Woher weißt du das? Ich sehe hier gar nichts. Weil ich gerade geklettert habe und es hat gerade gerüttelt und hat sofort wieder aufgehört. Jetzt warten, weil sonst ist Kacke mit da hochklettern. Naja, ich konnte gar nicht. Ich sag gerade selber noch, hier ist gerade Erdbeben und wollte gerade klettern. Ich denke so gerade, hä, warum komme ich hier nicht hoch? Mhm. Fuck, ey. Du hast da hinten ein Ei, ich habe hier keins. Ey, so viele Nester und kein Ei. Ich könnte. So viele Nester, ich sehe nur eins. Ja, ne, ich meine, so viele Positionen, wo man Nester haben könnte. So. 1, 2, 3, 4, 5 sind es. Fuck. Shit. Ja. Fuck, shit. Die letzte Möglichkeit ist halt hier ein bisschen weiter unten, ne? Aber da ist auch gefährlicher, weil du da kein. Sachen hast und, ne? Ja, hier ist keins. Ich könnte nur folgendermaßen machen, wenn du jetzt gleich rausfliegst. Fliege mir hinterher und dann kannst du nochmal gucken. Ich könnte gucken, ob ich vielleicht noch eins finde hier unten an der. Okay, der Rock Drake kommt jetzt direkt auf mich zu. Okay, dreht gerade. Wie siehst du denn unten auf dem Boden laufen? Ja, das ist der 120er. Okay. Soll ich mitfliegen oder willst du. Keine Ahnung, also entweder sterbe ich oder ich sterbe nicht. Sag mir, wenn ich kann. Also ist Erdbeben vorbei? Kannst du klettern? Ich kletter nochmal. Hallo? Boah, der ist auch wieder komplett kaputt, der Climbing Pick hier. Ja, kannst du wieder klettern. Das Erdbeben müsste vorbei sein, aber. Shit, hier ist nichts drin, ey. Das ist schade. Uns sind da immer High-Levels drin. Mhm. Okay, mir geht jetzt schon die Pumpe. Ich sehe dich gerade gar nicht. Wo bist du nochmal? Da hinten. Hier hinten. Da hinten. Angst. Okay, soll ich? Ich flieg hinter dir her. Okay, warte, ich muss hier erstmal sortieren. So.
Okay, auf Kommando bei 3, 2, 1 fliege ich los, ne? 3, 2, 1 los. Oh, ich höre den Rockdrachen. Weiße, glaube ich. Ich habe ein Ei gefunden. Nice. Level 12. Okay, hat mich gefangen, hat mich geschlagen. Arschkarte! Arschkarte! Oh, okay, es sind zu viele. Okay, ich bin tot. Und bam! Also ich bin drauf, ne? Also hast du ja mitbekommen, ich bin ja gefressen worden. Ja, ich bin ganz runtergeflogen, weil ich halt ein Ei gesehen habe. Bin auch gut weggekommen, aber das war, ich bin viel zu niedrig gewesen, viel zu niedrig und das war. Dann hat er mich einer angeschlagen und dann war ich Ah, zack. dann ist vorbei. Dann ist Dann vorbei. war ich auf dem Boden. Du bist doch am Klettern, ne? Ja. Gut. Akum hat es schon mal geschafft, das ist schon mal was Gutes. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche unsere Position hier ist. Oh Gott. Wie heißt denn unsere Base? Templon. Ich habe keine Ahnung. Grave. Ah, nicht, dass du bei der alten spawnst. Naja, ich versuche gerade zu überlegen. Das müsste eigentlich hier diese Position sein. Ach, versuchen wir mal. Shit. Von einem 80er Rock Drake gefressen worden. Oh nein, nein, nicht dieser Scheißbug. Ups. Das war komplett die falsche Ecke, wo ich gerade hier gespawnt bin. Ich bin im blauen Gebiet gespawnt. Ich mach mal ganz kurz einen Freisprung. Oh, ich hasse es. Und bin ja nicht mal gestorben, Alter. Ich bin hier gerade einen ganzen Berg runtergeflogen. Komm, Schlange, kill mich. Komm schon. Okay. Ja, ich wollte mich killen, aber das hat zu lange gedauert. Okay, ich weiß jetzt schon mal, dass das nicht der richtige Punkt ist. Wir müssen das Bett mal einen Namen Benennen. geben. Ich weiß gerade ehrlich nicht, wo wir wohnen, welche Position das ist. Es müsste eigentlich hier sein. Ach, hier. Nee, ab ins Blaue und Bett. Hä? Ich versuche mal hier. Ah, jetzt sind wir richtig. Okay, ich gebe dem Scheiß. Ah, haben wir noch gar kein Bunkerbett. Nee. Okay, dann gebe ich geb dem trotzdem mal einen Namen, dem Bett. Mach das. Ich bin fröhlich am Klettern. Aber wenigstens haben wir ein gutes Ei. Also das Ei, was ich da hatte, das war Level 12. Das Einzige, was jetzt ein bisschen schade ist, ich habe jetzt mal die ganzen Climbing-Picks verloren. Also ich habe jetzt vielleicht. Weiß nicht, zwei verbraucht gehabt und der Rest ist weg. Die Suit ist uninteressant und was ja auch wie so ein Standard und ja, vielleicht noch die Flügel. Ansonsten ist eigentlich alles andere nur Schrott. Schade, schade. Schade, ey, das ist mal wirklich selten gewesen, dass ich dort nur ein einziges Ei gesehen habe. Blöd. Jetzt habe ich jetzt hier natürlich nichts. Kann ich mich mal ganz kurz wieder ankleiden? Ach ja. Ich habe jetzt keine Flügel. Sind in Smitty welche? Ah, okay. Würde mich übrigens besser fühlen, wenn ich langsam mal aus diesem Dingsgebiet rauskommen würde. Schadensgebiet. Wieso, wie sieht denn dein Hazard Suit aus? Keine Ahnung. Will's auch gar nicht wissen. Ah, du kletterst immer in die Innenperspektive. Machst alles in der Innenperspektive, oder was? Ja. Okay. Das ist nicht gut. Shit. So, Was raus ist hier. Shit? Nee, shit für den Hazard Suit nicht, dass er ja nachher noch kaputt geht. Ah, guck mal hier. Haben wir noch irgendwo grüne Farbe? Weiß das rein Nee, zufällig? nee. Auch keine Ich grüne habe Farbe jedenfalls von mir? keine gefunden. Gott, ich muss meinen Helm ausziehen.
Aber ihr seht, das ist eigentlich total easy, ne? Wenn man von dieser Position, wo du jetzt gerade, oder von der wir zusammen eigentlich losgeflogen sind, als wir das Ei geholt haben, ist das eigentlich mal total easy, dort wieder so rauszukommen. Sobald du mal eine Etage tiefer bist, ich habe jetzt mal einen Zwischenstopp gemacht, in der Hoffnung, dass du vielleicht die ganzen Rockdrakes hinter dir hergezogen hast. Ach, Pustekuchen, weiß nicht, wie gerade da eben auf mich losgesprungen sind. Viel zu viele. Ah ja, denk dran, die waren jetzt in Aufregung, deswegen, ne? Ja, aber es hätte ja sein können, dass sie wirklich die Hälfte hinter dir her ist, aber war dann wohl doch nicht so. Oder eigentlich, ne? Na, ah, guten Zwölfer, ey. Ja, aber jetzt hätte ich mir jetzt den Basilisken zustopfen können. Jetzt haben wir eigentlich ein recht gutes Ei, um das auch direkt auszubrüten. Ja. Außer natürlich der Sturm sagt, er möchte jetzt gerne nochmal runterspringen. Dann kann er es ja gerne nochmal machen. Also ich würde es jetzt auch gerne nochmal machen, aber ganz ehrlich gesagt, jetzt da runter zu springen, ich mache das eher morgen. Mal. Vielleicht mal 24 Stunden warten. Vielleicht kommen dann neue Eier. Bessere. Ach, fuck. Ich komme dich abholen gleich. Schön. Wie bist du denn? Bist du denn schon in der. Bei der Hälfte ungefähr? Ich bin auf jeden Fall aus dem Dingsgebiet raus. Oh, da bist du ja schon recht hoch eigentlich. Sehen noch zwei Ringe? Ne, drei Ringe über mir. Oh. Ey, muss ich ganz ehrlich sagen, bist du echt schnell. Aber wir haben es ja auch oft genug gemacht. Ja. Wir haben es echt oft genug gemacht. Oh Gott. Farbe. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen Farbe für mich herstellen. Das war blau und das war gelb. Und schwarz, das hast du schon reingelegt. Und dann brauche ich noch ein bisschen Spark Powder. Nicht Spark Powder, wie heißt das? Gunpowder? Gunpowder. Ist auch irgendwo drin. Mhm. Ah, ich weiß übrigens, was wir gerade für ein Level, warum wir ein Level eben dazu bekommen haben, weil ich bin ja hier tonnenweise von Cementing Pass her am Stellen. Ah! Gunpowder ist aber auch keine mehr da. Shit and shit. Doch, irgendwo habe ich Gunpowder. Guck mal, das eine Zicklein, was da steht. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Shiny Horn und A. Da ist auf jeden Fall ein A von mir hinter. Also nicht Yin. Oh, scheiße, was ist das hier für ein ätzendes Ding? Okay, ich guck mal. Yin? Nicht? Nee, nicht Yin, der andere. Hübsch. Der andere Shiny Horn von mir. Schwarze Farbe, ja. Ist das dein Reinquetsch-Tee oder was? Ja, da habe ich jetzt meine ganzen Sachen hingelegt. Von jetzt sozusagen. Nee, du hast aber auch kein Sparkpowder. Ah, doch, du hast wohl. Ich nehme mal die ganzen Bären raus. Gunpowder meine ich ja, Gunpowder. Ich nehme mal die Bären mal raus, die du da drin gelagert hast. Wovor sie natürlich kommen. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Kohle rausgeht. So. Trink mir nebenbei. Ach. Das ist mit meinem Water-Kantin, die du mir. Was ist los? Ja, anstrengend. Ist anstrengend, ja. Guck, schön, dass du nicht runterfällst. Also runterfällst, ja. Dass dein Climbing-Pick immer schön repariert ist. Ja, mach ich. Hör auf die Worte von Dexen, der gerade eben gestorben ist. Ja, ich wollte nicht hinter dir herfliegen, weil das war mir zu doof, mit leeren Händen wieder rauszufliegen und dann den ganzen Scheiß da hochzuklettern und mit leeren Händen eben. Das ist doof. Verständlich. Und ich wollte unbedingt noch ein Ei mitnehmen für den Basilisken. Ja, dann muss ich eben nochmal runter. Ja, aber 12 Ei hat für den Basilisken auch nicht gereicht. Das Level ist uninteressant. Ja, aber ein Ei, das hätte. Ein Ei hätte vielleicht nicht gereicht für den hohen Fuß. Auf Garantie nicht. Nee, leider nicht. So, ich habe schon ein bisschen grüne Farbe hergestellt. Das ist schon mal schön. Also, ich sehe hier bei mir in der Umgebung wird es schon langsam lila. Okay. Ich komme. Hab ich irgendwie irgendwas vergessen? Ich könnte dich gleich abholen kommen, wenn du möchtest. Dann brauchst du nicht noch den Rest dann noch zu laufen. Warum macht er das nicht? Was denn? Der macht die grüne Farbe gerade nicht. Das dauert immer ein bisschen. Nee, eigentlich. Okay. Sonst das geht mal recht schnell. So, ich mach mal ganz kurz meine Farbe. Shit, ey. So, wo bin ich gerade? Mal gucken. Wo bin ich? Okay, es ist auf jeden Fall überall blau. Da drüben
ist das Gebiet? Warte mal, wenn ich da jetzt hochkletter, könnte ich gerade durch rüberfliegen. Kletterst du nicht auf den ganz obersten Stick, den wir Nee, aber. nee, nee, nee. Hab ich irgendwas Erst Licht vergessen? anmachen und dann hochlaufen wahrscheinlich. Irgendwas habe ich vergessen. Wasser. Ach, guck mal, ich habe das Feuer nicht angehabt. Im Hintergrund ist das brennen die anderen Feuer und da habe ich gedacht, das gehört dazu. Naja. Jetzt tust du mir einen Gefallen. Ja. Kommst du runter ins blaue Gebiet und holst mich ab? Ja, mit Revenger und Darkness. Er ist mir egal, mit wem. Ich bin bei der Brücke. Ich komme. In der Brücke? Nähe von der Base von uns. Keine Ahnung. Ich komm dich abholen. Hast du ein Schultertier dabei? Ja. Okay, weil ich habe nämlich jetzt keins dabei. Also ich nehme mal ganz kurz ein Schultertier. Schnell, schnell, mit. Schnell, 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 schnell. Da, du, komm her. Ich habe dezent nämlich Angst vor Megalosauren. Das kannst du dezent auch haben. Ja, hier aufzufahren, du Arsch. Okay, ich So. bin hier gerade an der Stelle, wo nichts ist. Bin unterwegs mit Darkness und Claw. Siehst du mal, beide deine. Die waren die ersten, die draußen standen vor der Tür. Okay. Läuft irgendwas? Eine Ich Iguane dran. bin gleich bei unserem blauen Gebiet Base, Ja, wo. und dann weiter runterlaufen. Da ist auch gerade ein blauer Lutstrahl zu sehen. Okay. Blau Lutstrahl in blauem Gebiet. Das ist ja schön. Ja, finde ich auch. Da, wo wir Metall am Anfang gefarmt haben. Ziemlich. Ich bin unterwegs. Laufen. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass Claw hinterherkommt. Der ist noch jung. Sie ist ja noch jung. Sie ist noch jung. Jung und unerfahren. Doch gerade extra nicht den blauen Lutstrahl an. Obwohl der ja noch ein kleines Stück von mir weg ist. Hier ist ein Megalosaurus bei mir gerade gewesen. Und hier ist eine ganze Horde voller Revengers. Da will ich jetzt gerade nicht rein. Schnell laufen, schnell. Hier ist der blaue Lutstrahl. Du Okay. hast aber, du hattest aber, da bist du. Jetzt weiter runterlaufen und dann links. Ich sehe dich, ich sehe Hier bin ich. dich. Hallo! Hallo! Wer ist Supi! Claw hier? So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ging richtig schnell. Also, du hast das echt mega, mega schnell gemacht. Ich Fuck! habe in etwa, wie viel habe ich denn verbraucht? Einer ist ganz und gar kaputt gegangen und ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück habe ich weggeschmissen. Okay, wie bist du denn hier rübergekommen? Ich musste springen und kam aber nicht weiter hoch mit dem kleinen Pepik und bin dann versehentlich geflogen. Gleich gesagt, na scheiße, anstatt da einfach weiter rüber zu fliegen, flieg an diese Ecke hier rüber, dann kannst du hochlaufen rein theoretisch. Aber da. Oh. Weil ich war in etwa bei dem da oben. Ah, aber du musstest aber dann beim Klettern musstest du hier nochmal wechseln währenddessen oder nicht mehr? Nee, ich hatte gewechselt nochmal, weil ich da oben irgendwo stand und dann wollte ich ja höher. Dann habe ich irgendwo festgehangen. Also ich hatte angefangen gehabt. Bisschen. Dann bin ich halt hier rüber geflogen, weil ich kam da nicht höher. Ich wollte eigentlich nach da ganz oben und dann darüber fliegen. So, hier den ein Stück noch hoch. So auf diese Ecke da, hier von dem lang. Links. Da wollte ich hoch an die Ecke und dann wollte ich drüber fliegen. Aber ja, ist ja leider nichts geworden. Aber du bist hier und du bist da Aber ich bin hier. und bist hier und da. Zwei. Oh, gelber Lutschrein. Achtung, das sind. Revengers. Ja, die machen wir erstmal. Und Alles Schluss. klar. Oh, einer kommt noch. 28er. Die hat sich aber direkt umgedreht. Wie lustig war der denn, ey? Wow, das noch. Ja. Pass auf die blauen Pilze auf. Jo. Komm schon jetzt. Wow. Heutzutage ist auch nichts mehr drin. 20 rote Gems und ein Laser-Attachment. Oh, rote Gems sind okay. Ist okay. Hier oben ist ein Mega. Ich habe leider nichts dabei, um irgendwie zu gucken, welches Level der hat. Direkt Kann vor ich aber mir. machen. Ich habe ein Fernglas bei. Er ist Level 12. Und drauf. Nicht mal die Chance gehabt zu beißen. Okay. Mal kacken.
ist ja doch am Ende eigentlich ganz gut ausgegangen. Ach, Quatsch, da lang. Ja, ich gerade runter zu meiner Base laufen. Also mich stört das gar nicht, dass ich gestorben bin. Mich stört das überhaupt gar nicht. Weil das war bei mir jetzt eigentlich nur noch am Ende noch ein Versuch, ob ich es schaffe oder nicht schaffe. Aber das war so niedrig, wo ich da unten war. Ich konnte gar nicht losfliegen, richtig. Da war es schon geschehen. Ja. Dann noch der Speed von den... Ach so, wie wär's denn jetzt mit dem 112er Kroko? 112er Kroko. Ja, erstmal, komm, wir gehen erstmal nach oben. Ich muss mir so noch meine ganzen Sachen, erstmal dein Ei, das Ei schützen, bitte. Ja. Dann muss ich meine ganzen Sachen nochmal packen. Was ist hier los? Oh, Revengers. Ich wollte sagen, warum laufen die ganzen armen Dodos weg? Oh, duck. Siehst du. Oh Gott, du bloß jetzt diesen Helm aus. Ätzend, ne? Ja. Also meine Rüstung. Das Einzige, was Hälfte ist, ist das Oberteil. Wahrscheinlich das wegen den Flügeln. Ja, bestimmt wegen dem Aufschlag oder so. Das hat dich eigentlich irgendwie... du bist ja eigentlich auch beim Ei nicht wirklich hoch losgestartet, ne? Du bist ziemlich tief gewesen. Ich bin ziemlich tief, aber ich konnte gerade so durchfliegen. Okay. Zu dem Gerüst. War okay. Knapp, aber ich wollte auch nicht anhalten. Hab dann immer wieder ein bisschen Speed gemacht, dass ich wieder ein bisschen Geschwindigkeit kriege, dass ich nicht einfach falle oder so. Und ja, dann halt durchgeflogen. Das Geile war, hast du eigentlich schon reingelegt? War unten, ja, auf dem Gerüst unten war ein Rock Drake. Ach. Aber der hat mich ignoriert, Gott sei Dank. Ja, aber der Rock Drake ist nicht dann da wegen dem Ei, sondern der ist einfach nur da, weil er dort gelandet ist. Das ist sehr, sehr selten, dass die dort landen, weil dieses Gerüst einfach zu eng ist, zu dünn, das die ganzen Streben. Mhm. 76 ist aber echt ein gutes Ei und das würde ich eigentlich auch direkt so brüten, ne? Ja, hatte ich auch vor. Aber dafür brauchen wir jetzt ja erstmal Stone. Ja, Stone, ja. Stone. So, Klimalagern haben wir alles. Wir haben eigentlich alles. Ach so, nicht alles. Ich muss, glaube ich, noch den Generator bauen. Generator und sowas. Ja, das Elektronik haben wir eigentlich auch noch recht viel, oder? Ja, 600, das reicht vollkommen. Und Perlen und Kristall habe ich auch noch gefarmt gehabt. Also, eigentlich ist alles da. Außer das Gebäude. Außer das Gebäude, außer der Bauer. Der Erbauer des Gebäudes. Okay, mit dem Blick auf dem Hintern von Akuma, sage ich dann mal, bis zur nächsten Folge, heute mal ein bisschen kürzer, aber das hat ja auch gereicht. Akuma hat es geschafft, ich nicht, aber es ist ja auch nicht so schlimm, weil ich hatte ja auch kein Ei gehabt, oder das blöde kleine Scheißei dort. Das hätte ich ja sowieso nur verfüttert. Und am Ende hätte ich mich drüber geärgert, dass ich das mit dem Basilisken der Zähmung nicht hinbekommen hätte. Mhm. So, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal unten auf den Crocodile Dundee da unten stürzen. Und, dann, wenn er noch da ist. Wenn er noch da ist. Dann bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Und tschüss.